Wird ChatGPT deinen Job übernehmen? Richard Socher hat letztens schön in einem Interview gesagt, wenn dein Job etwas mit Sprache zu tun hat, dann hast du eine große Wahrscheinlichkeit, dass er sich ändern wird durch ChatGPT, und dem kann man sich eigentlich nur anschließen. Letztlich geht es ja darum, dass wir eine Mensch-Maschine-Interaktion herstellen, wo alle am Ende des Tages zufrieden sind und das machen, was sie gut können. Die Maschinen können gut Muster in großen Daten erkennen, die Maschinen können ganz viele Texte in kurzer Zeit schreiben, wir können Zusammenhänge erkennen und Strategien entwickeln, und das muss letztlich zusammenspielen, dann macht's auch Spaß.